Am Sonntag, den 7. April, empfing die Marktgemeinde Lupburg am Tag des Handwerks Gäste aus nah und fern. Die Vorplanungen waren erfolgreich umgesetzt und das Orga-Team hat es geschafft, eine tolle Veranstaltung zu realisieren. Was macht denn ein Orga-Team genau? Was macht man als Orga-Team? Man bildet erst einmal das Orga-Team. Wir waren also 15 Personen, die wir jetzt eigentlich, kann man sagen, ein Dreivierteljahr vorausgearbeitet haben und denken, dass etwas Gutes zusammengekommen ist aus der Arbeit. Das geht schon los, dass man die Leute anspricht, weil man also glaubt, dass die da Interesse haben, dass sie mit dabei sind als Aussteller. Dann geht es natürlich um solche Sachen, Standort, dann geht es um Sachen, verkehrsrechtliche Anordnungen, dass man die Straße auch sperren darf. Es geht um Werbung, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und so weiter und so fort. Es ist ja auch wichtig, ein Rahmenprogramm zu gestalten. Wer hat denn hierzu alles beigetragen? Kindergarten, Grundschule, Vereine, Sportverein macht einen tollen Auftritt auf der Bühne, Kinderflohmarkt, Kinderschminken, dann natürlich auch die Vorbereitung von einer super tollen Verlosung. Es gibt ganz tolle Preise zu gewinnen, wo wir sich auch nochmal ganz herzlich bei allen Sponsoren bedanken möchten. Und ja, bei so einem schönen Wetter macht es einfach auch unheimlich viel Spaß zu sehen, dass wir glauben, dass das eigentlich eine rundum gelungene Veranstaltung ist. Der diesjährige Tag des Handwerks in Lupburg ist ja ein echter Erfolg geworden. Was sagt denn der Marktrat und bayerische Finanzminister Albert Füager zu dieser Entwicklung? Ja, ich freue mich sehr. Ich bin jetzt selbst schon fast 30 Jahre Gemeinderat in Lupburg, habe all das mitbekommen, wie sich die Dinge entwickelt haben hier. Und unsere Handwerksbetriebe sind zu Hightech-Betrieben geworden, zu sehr modernen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Unternehmer, sowohl hier im Hauptort als auch in den Ortsteilen. Und wir haben darüber hinaus noch Gewerbe angesiedelt, sodass wir wirklich eine breite Palette im Angebot haben an qualifizierten Arbeitsplätzen. Der Tag des Handwerks ist ein tolles Schaufenster für Lupburg. Wie fühlt man sich denn als Landrat, wenn man einen kleinen Ort wie Lupburg des Landkreises Neumarkt besucht und einen solchen Tag miterleben kann? Man freut sich, wenn man sieht, wie sich die Gemeinden des Landkreises alle positiv entwickeln. Und hier in Lupburg kann man es wirklich ablesen, eine hervorragende wirtschaftliche Entwicklung. Und das Handwerk trägt dafür die Grundlage, bildet die Grundlage. Wir haben im Landkreis Neumarkt 2232 Handwerksbetriebe, die in Summe 17.000 Mitarbeiter auch beschäftigen, also eine ganz schöne, Zahl. Und was noch ganz wichtig ist, das Handwerk bildet 42% aller jungen Leute aus. Also hier wird ganz wichtige Nachwuchsarbeit auch gebildet und nur wer heute ausbildet, hat die Fachkräfte von morgen. Und in Lupburg sieht man jetzt auch zusammen, wenn man nach Parsberg fährt, dass der Markt Lupburg und die Stadt Parsberg den Technologiecampus derzeit errichten. Da geht es sehr flott und gut voran. Und in wenigen Monaten kann dieser Technologiecampus auch eröffnen. Und hier wird dann das Thema Digitalisierung und moderne Werkstoffe im Vordergrund stehen. Ist auch wichtig als Forschungseinrichtung für die mittelständische Wirtschaft hier in der Region und im ganzen Landkreis Neumarkt. Und wenn man heute sieht, wie alle gut unterwegs sind, wie sich Lupburg auch rüstet. Ich bin reingefahren nach Lupburg, fast an jedem Anwesen war beflaggt, haben wir gedacht, die sind stolz auf ihr Handwerk, auf ihre Gemeinde und das erfüllt einen mit Freude. Ein erfolgreicher Tag für die Lupburger. Wie fühlt sich da der Bürgermeister, wollten wir zum Abschluss noch genau wissen. Wenn man mir ins Gesicht schaut, dann sieht man es. Ich freue mich riesig. Es war ein Bombenerfolg, möchte ich einmal bezeichnen. Wir sind alle sehr zufrieden, die Aussteller, die Organisatoren, unsere Wirtsleute, unsere Musikanten, alle sind hoch zufrieden und es gibt nichts Schöneres für einen Bürgermeister, wenn er sich mitfreuen darf. Ich möchte alle nur loben, es war ein wunderbarer Tag für Lupburg.